So, mein Name ist Hartmut Hartmann, heute zu Gast bei mir im Wohnzimmer und es freut mich sehr, Jan Müller-Michaelis, Chef von Dedelic, ein großer, der größte, sag ich jetzt mal so, Adventure-Macher in Deutschland zurzeit, und Heiko Gugulin, Chef des Videospielmagazins G, das alles etwas anders macht als die üblichen. Herzlich willkommen. Hallo, ja, danke für die Einladung. Das Visions-Magazin hat irgendwie spitz gekriegt, dass in meinem Wohnzimmer Leute zu Gast sind und das überschrieben mit Gipfeltreffen am Nerdpool. Ist das ein Kompliment für euch? Ach, ich würde einfach mal sagen, ja. Wir sind ja jetzt schon irgendwie in einer sehr, 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 sehr speziellen Branche tätig und selbst da sind wir, ich spreche jetzt einfach mal für mich, also unsere Firma ist selbst in dieser recht nerdigen Branche halt immer noch in einer Nische tätig und wir sind halt auch da Abweichler, sage ich mal. Ja, und Heiko sowieso. Oder ich meine, wenn ein Label wie Pingy Pang macht... Automatisch Nerd, oder? Auf jeden Fall. Und auch stolz, Nerd zu sein. Also ich finde es auch großartig, dass ich aus meinem Nerdwissen letztendlich auch noch was machen konnte. Weil mein Gehirn ist über Jahre, Jahrzehnte so getrollt gewesen, dass ich mir halt einfachste naturwissenschaftliche Erklärungen überhaupt nicht merken konnte. Aber mein Gehirn immer in der Lage war zu wissen, welche Hip-Hop-Maxi 1986 auf welchem Label erschienen ist, welche Techno-Band dann 1992 auf dem Rave gespielt hat. Und das ist ein totales Überschusswissen. Ja. Letztendlich jetzt als Leiter der Redaktion von so einem Magazin, wo es auch eben um solches Nerdwissen geht, kann ich aus diesem Wissen letztendlich Kapital schöpfen. Und das ist für mich so ein kleines Happy End. Wobei ich mir denke, spätestens, wenn ich dann mal Kinder habe, muss ich mir diese naturwissenschaftlichen Erklärungen wieder drauf schaffen. Und was ist der zwischen dem, dieses Eins, zwischen dem Fallschirm und dem Stopper? Das habe ich schon versagt, weil der jetzt schon durch ist. Oh. Nee, aber da gibt es ja einen noch. Achso, das hier, ist das ein Bomber? Ja, aha. Du sagst, der Dedelic ist innerhalb der Spielebranche schon immer noch Nerd. Das Gegenteil von euch wäre dann im Grunde Electronic Arts. Ja, doch. Das ist im Prinzip schon der Vergleich. Bei uns geht es eigentlich eher um eine relativ ruhige Spielform, die sich halt hauptsächlich über die Geschichte transportiert und über die Texte und über den Humor. Und das ist schon was Besonderes. Also das ist auf jeden Fall eine Nische, die wir da besetzen. Und ich erinnere mich, dass wir mit unserem Debütspiel Ätna bricht aus halt rumgelaufen sind und zuerst halt Publisher angefragt haben und dass wir teilweise auch wirklich höflich aus dem Gebäude rausgelächelt wurden, sag ich mal. Also die wirklich Großen, die haben halt verschiedene Styles gemacht. Und GTA, Lemmings erfunden zu haben, schon mal nicht schlecht. Also ich muss auch aber meinen Style ändern, um richtig groß zu werden. Ätna ist ein, für die Leute, die das nicht selbstverständlich wissen, ein Point-and-Click-Adventure. So wie damals Monkey Island, das kennt vielleicht noch der ein oder andere Zuschauer, mit dem Unterschied. A, es war ihre Diplomarbeit und sie haben sich gesagt, was soll ich hier über narrative Strukturen salbadern? Ich mache einfach welche. Das ist schon mal heldenhaft. Im Übrigen. Und zweitens, das Handeln hat Konsequenzen. Früher konnte man so durch die Adventures laufen und man konnte den Hamster mit der Mikrowelle benutzen. Yay! Oder sonst was. Und bei Ätna hat eben alles Konsequenzen. Geben Sie mal ein Beispiel. Die meisten Spiele sind eben so aufgebaut, dass der Spieler eine Mission bekommt, einen Auftrag bekommt und dann erledigt er das und darf sich schließlich die Endszene angucken. Aber der Spieler hinterfragt das eigentlich nicht im Allgemeinen, was er da tun muss. Und genau das wollte ich bei Ätna bricht aus erreichen, dass der Spieler anfängt, seine Aktionen, auch wenn sie ihm eigentlich vom System vorgegeben waren, zu hinterfragen. Und deswegen ist das ganze Spiel so aufgebaut, dass er sich immer weiter in ein ziemlich extremes psychisches Dilemma hineinarbeitet, das er gar nicht selbst auflösen kann. Und ich gebe ihm am Schluss des Spiels die Option, zwischen zwei extremen Möglichkeiten zu wählen und lass ihn an der Stelle allein und zieh mich als Autor zurück und sag, jetzt versuch du das mal aufzulösen. Er hat aber nur diese vorgeschriebenen Optionen und beide sind für ihn ziemlich unbefriedigend. Und das ist halt so der extreme Punkt. Also für mich hört das Spiel wirklich an dem Punkt auf, wo der Spieler mit der Maus über diesen zwei Auswahlmöglichkeiten schwebt und einfach keins von beiden anklicken will, weil er sich inzwischen so mit dem Charakter verbunden fühlt, dass er gerne halt eine positive Lösung für den ganzen Konflikt hätte. Das passiert aber nicht.
Jetzt haben Sie beide für viele unserer Zuschauer Traumberufe. Game Designer und Chef eines Videospielmagazins. Bilden die sich das ein? Wie ist denn das so? Also ich stelle mir ja vor, so Game Designer, ich meine, Sie wachen ja, ich habe das irgendwo gelesen in der Feuilleton, ich lese ja nur Feuilleton, Sie wachen nachts um drei auf und überlegen sich, Mensch, ich muss ja für alles, was Edna macht, einen Satz einsprechen, der dann gesagt wird. Wenn jetzt Edna hier wäre im Wohnzimmer, benutze Bierflasche mit Hängesessel. Dann würde jetzt dann kommen aus dem Computer, ja, was weiß ich, dies ist ein bequemer Ort, um sich zu betrinken oder so. Und diese Sätze müssen Sie alle einsprechen. Unendlich viele. Da waren dann diese heißen Phasen und da gab es Wochen, wo ich insgesamt in der gesamten Woche halt so auf 16 Stunden Schlaf gekommen bin. Und die Augenringe, die werde ich halt noch ein Leben lang mit mir rumtragen. Jetzt hat mir gerade neulich irgendjemand gesagt, dass die gar nicht mehr weggehen. Dass man die bestenfalls noch überschminken kann. Das ist ja bei Herrn Gogolin auch. Aber er verdeckt die doch in seiner Brille. Ja, das ist immer der Vorteil. Das ist ja was früher der Mercedes war als Statussymbol, ist heute, je geringer die Schlafmenge, desto höher der Status in den freien Berufen, in den hippen freien Berufen. Kann man so sagen. Auf jeden Fall, ja. Also Stichwort Traumberuf auch bei mir. Also ich weiß nicht, wie oft du das hörst, aber ich höre Traumberuf ganz oft. Mhm. So Spielejournalist, ich weiß nicht, vielleicht wird das auch noch eher, weil man so wahnsinnige Mengen hat an Spielen, mit denen man zu tun hat. Und das Bild ist ja immer noch, während du natürlich noch eine Kreativarbeit hast und arbeiten musst, um die Spiele zu machen, bin ich ja derjenige, der sie nur spielen darf. Und mit Spielen sozusagen sein Geld verdienen, das sehen viele als totalen Traumberuf an. Und ich habe natürlich auch Spaß und finde, Computerspiele sind ein wahnsinnig spannendes Medium, das zu beobachten, weil halt immer total viel passiert. Aber letztendlich, wenn wir gucken von so einem Arbeitstag, wir sitzen halt ganz normal, ob du nun ein Plattenlabel machst, eine Videospielzeitschrift, Romane schreibst oder irgendwie Gewürze vertreibst, letztendlich sitzt den ganzen Tag vor dem Computer und gespielt wird bei uns in der Redaktion mal eine Runde Mario Kart, in der Regel aber zu Hause. Mhm. Also wir sitzen dann und machen eine ganz normale journalistische Arbeit, weil die G sich auch als richtig klassisch journalistisches Magazin versteht. Also wir sind sozusagen Journalisten und Spieler. Da stellt man sich ja vor, da sind so Zimmer und die bestehen komplett aus Matratzen und dann ist da so ein Beamer und alle Konsolen und man trinkt Brause, sagt man gar nicht mehr das Wort, und dann spielen alle den ganzen Tag. Und das ist nicht der Fall. Nee, das ist nicht der Fall. Wobei es natürlich auch sicherlich andere Magazine gibt, bei denen es noch ein bisschen mehr der Fall ist. Ja. Also gerade die Leute, die auch noch sehr viele Vorschauen machen. Also es gibt tatsächlich Leute, die spielen den ganzen Tag und protokollieren dafür. Aber auch bei denen würde ich sagen, es ist nicht unbedingt ein Traumberuf, weil ich habe auch einige Kollegen, die kenne ich ein bisschen länger. Die fangen vielleicht schon mit 19 an. Ich habe ja vorher noch studiert und auch noch ein anderes Plattenlabel gemacht und so. Und die fangen mit 19 an, Spiele zu spielen. Und wer dann, sag ich mal, 10, 12 Jahre Spielejournalist ist, der hat vielleicht irgendwann überhaupt keinen Spaß mehr am Hobby. Weil ganz viele durchschnittliche Sachen einen irgendwie über die Jahre auch abnutzen. Weil so über die schlechten Sachen, da kann man sich herrlich aufregen als Journalist. Da kann man polemisch sein und was weiß ich. Kann man halt tolle Verrisse schreiben. Und die tollen Sachen berühren einen irgendwie. Aber was einen wirklich abnutzt in der Leidenschaft, ist ja der Durchschnitt. Ja. Und die Leute, die halt echt seit 10, 12 Jahren Spielejournalist sind, bei denen ist es genau das Gegenteil der Fall. Die haben nicht irgendwie ihr Hobby zum Beruf gemacht, sondern die haben ihr Hobby durch den Beruf ein bisschen ruiniert auch. Weil dieser Durchschnitt deiner abnutzt. Und ich versuche mich halt immer frisch zu halten und möglichst die Sachen halt dann zu spielen, die ich interessant finde. Genau, ja. Ich habe hier aus meiner eigenen Kindheit, Hartmut Hartmann, habe ich mich mal beworben. Natürlich nicht bei G, die gab es ja damals noch nicht. Bei Powerplay, glaube ich. Auf der Schreibmaschine, gleich 12 oder 13, 14. Auf der Schreibmaschine habe ich hier geschrieben. Jetzt lese ich mal vor, eine Beurteilung und Sie sagen, ob dieser 14-Jährige genommen worden wäre. Fazit. Und Sie können ja auch mal raten, welches Spiel das ist. Ich sage nur, so ist Gameboy. Ja? Der raue Charme der Fernsehserie wurde hier in wirklich gut gezeichnete Grafiken umgesetzt. Das extra Waffensystem ist ganz okay. Die Gegner der Serie empfunden und den Sound kennen wir ebenfalls vom Fernsehen. Dass es keine echten Endgegner oder Levelunterteilungen gibt, stört nicht weiter. Wenigstens ein Continue hätte man allerdings einbauen können. Außerdem stört die mangelhafte Animation gewaltig, alles wirkt ruckelig und zuckelig. Jump'n'Run-Fans mit Stil und Fans sei dieses Spiel dennoch ans Herz gelegt, denn im Camp Deadly gibt es viel zu entdecken. Das ist natürlich Simpsons. Richtig.
So, Herr Journalist. Ja, also ich würde sagen, im Gegensatz zu anderen Bewerbungen von 14-Jährigen hätte ich sie schon genommen, würde ich sagen. Echt? Ja, weil schon ein Reflexionsvermögen da war, sozusagen in Abstraktion zu denken, in Game Design Kategorien. Da ich so gut wie keine hiervon kenne, will ich jetzt mal einen aus, den ich nicht kenne und gerne sehen würde. Und wenn wir hier noch 2 Stunden verbringen, dann würde ich tatsächlich, glaube ich, Der Teufel tanzt weiter anschauen. Leider nicht zu verwechseln mit Tanz der Teufel, der nicht sehr gut gewesen wäre. Aber ich glaube, du hast eine Gurke erwischt. Es tut mir leid. Ja, auf jeden Fall, weil ich habe ein Faible für schlechte Filme. Und ich finde, wenn man in einem Genre oder überhaupt irgendwo schlechte Filme durchgehen lässt, dann tatsächlich eben bei den Horrorfilmen. Gucke ich ständig auf Woody Allen. Den habe ich wirklich sehr gemocht und würde mir angucken im Band des Jahreskorpions.